dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Kingdom Come Deliverance 1. Ja, es ist eine ziemliche Zeit vergangen, so etwa 1,5 Monate, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Weil heute, wo ich aufnehme, kam von den ersten Aufnahmen gerade die letzte Folge und ich durch Krankheit und so fiel ich aus und jetzt muss ich so auf den letzten Drücker noch was aufnehmen, was mir eigentlich weniger gefällt. Köter! Ja, so hieß ja unser Hund. Loben? Ja. Meiner Hund. So ist's echt. Gut, dann Gespräch beenden. Und dann mal schauen, was wir haben, weil ich habe keine Ahnung mehr, aber so wirklich keine. Ruheloser Geist. Das Kräuterweib hat mich darum... Traumira zu helfen. Der Witwe des Ledetsch Körfleischers. Ja, jetzt muss ich wieder komplett reinkommen mit den Namen, weil das ist ja, glaub's, Richtung Böhmen, wahrscheinlich das heutige Polen zum Teil. Und da muss man halt solche Konsonantenverschwurbelungen zuerst mal wieder in den Kopf kriegen. Die mit ihrer Weisheit am Ende ist. Sie behauptet, der Geist eines verstorbenen Nachbarn würde sie nachts heimsuchen, weshalb sie kein Auge zubekommt. Und wenn ich es noch ganz und gar richtig habe, war ja das hier das Haus? Mal kurz schauen. Weil etwas nimmt mich Wunder. Nein. Und zwar, wenn sie sagt, in der Nacht wird sie immer gestört, da wäre natürlich auch die Frage, ob irgendwer heimlich vielleicht eingestiegen ist. Aber wie es aussieht, nope. Oh, und stimmt, ich mag mich wieder erinnern, wir waren ja ganz, ganz, ganz fleißig mit der Kräuterkunde. Da hatten wir ja einiges gemacht. Da Ringelblumen könnten wir aufsammeln, damit wir noch in der Stärke was dazu verdienen. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach warten bis zum nächsten Morgen. Der Ferseschmied. Ach Gott. Ja, ich mag mich wieder erinnern. Der Ferseschmied. Da müssen wir... Mächtiger als das Schwert, was ist das? Ah, stimmt, ja. Wir waren ja unterwegs, um... wie soll ich sagen? Mist! jetzt hatte ich es im Kopf, um Lesen und Schreiben zu lernen. Ja. Ich war kurz abgelenkt, weil ich kurz bei OBS reingeschaut habe und den Ausschlag vom Spiel nicht mehr gesehen habe. Aber wenn ich hier reingehe, vorhin, wo keine Musik gespielt hat, da hat es einfach nichts ausgeschlagen. Und ich so, fuck, hat es jetzt wieder nichts aufgenommen und so. Ja, es gab wieder Updates. Und da ist man halt leicht paranoid vielleicht.
weil man aus gewissen Erfahrungen gelernt hat. Gut, wie machen wir das? Jetzt ist am besten Zeit vergehen lassen. Also. Und dann hoffentlich klappt das mit der guten Dame. Ja. Dann müssen wir jetzt dann wieder, hoffentlich kriegen wir ein wenig Fleisch. Ah, und stimmt, wir müssen noch für irgendwen, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, doch wild. Also, ja, in der Art und Weise wilder, ne? Guten Morgen! Guten Morgen! Gut, also noch sauberer geht nicht. Schade, kann man es nicht einfach nehmen. In Skyrim einfach so blub, 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 blub. Wäre das einfach so schwuppdiwupp weg. Jetzt wäre halt wirklich... Der Hund springt ja auch wirklich über sämtliche Zäune. Ja, zum Glück muss man nicht scheißen. Ah, und stimmt, ja. Mag mich auch erinnern. Brennnesseln. Wir haben so viele Brennnesseln aufgesammelt. Nein. Was war's? Nicht das. Der Spieler, meinte ich. Redekunst, ja, stimmt. Da weiß ich ja bis heute nicht, wie und wo. Jetzt muss ich muss kurz schauen. Dickes Blut. Stimmt, Agilität muss ich noch dringend verbessern. Kampf, Verteidigung, Axt, Bogen, Faustkampf, Schwert, Streitkolben. Da kommen auch noch viel, viel, was wir lernen müssen. Es ist so ein... Schon 16? Okay. Da haben wir nur noch Pferdekraut für, um den Bonus noch irgendwie zu kriegen, wenn wir das Pferd voll mit Kräutern haben. Allgemein Ruf Buffs. Resistent. Das hier. Mit was kann ich wieder dich, das ist Zeit überspringen. Nein. Amiku. Genau, plus 2 Punkte auf Vitalität, weil wir ganz viele, und 2 auf Charisma, wenn wir Blumen dabei haben, ne? Wo Geruch sein kann man schon. Ah, okay. Du trägst so viele Kräuter bei dir, dass du aufgrund der Wohlgeruchs einen charismatischen Eindruck hinterlässt. Das sind die bei den Werten, genau, plus 2 auf die Buffs. Das finde ich sehr nice. Bei Redekunst, das ist immer noch so irgendwo hier unten. Sehr nice. Da von niedriger Geburt oder hoch wohlgeboren. Ich weiß nicht, ob ich mich da je entscheiden werde. Weil das halt doch... Du schließt halt mit dem einen das andere aus. Hallo? Schloss knacken. Okay. Sie schläft noch. Das darf sie. Kann es sein, dass wir die beiden Truhen vielleicht das letzte Mal schon
vielleicht ein wenig ihrer Waren erleichtert haben. Ja, ja, Hundebell, Hundebell. Was ist das? Stimmt, eigentlich müsste ich noch mal hier beim Warenhaus. Ich weiß einfach hier in dem Spiel nie so richtig, was ich machen soll, weil das halt so ein riesiges Spiel ist. Ah, da wäre Einbruch. Ich möchte doch nicht stehlen. Habe ich im Inventar. Das sind getrocknete Rehfleisch, getrocknete Forelle. Das sind ja die Sachen, die wirklich lange, lange, lange halten. Was habe ich denn hier alles? Waffen. Scherbe. Ah, stimmt. Ja, irgendwas war ja noch mit dem Schwert, das wegkam. Das mal ausrüsten. Was fehlt denn mir noch? Rotes Beinkleid. Was ist denn hier? Geräusche 36, Geräusche 0. Also das ist besser, dann kann das mal weg. Und das ist angelegt. Ah, okay, die sind Sachen, die angelegt sind. Das würde den ersetzen. Den könnten wir wegmachen, Trockenobst. Also wir hätten für uns selbst... Grabblumen, verkohltes Holz, das passt ja. Schneiderset. Handschuhe. Wie kann ich das zum Beispiel verwenden? Anwenden? Ah, okay. Dann lassen wir das, wenn das soweit so ziemlich gut ist. Dann würde ich jetzt mal schauen, ob wir jetzt doch irgendwo noch ein bisschen verkaufen können. Aber wie es aussieht, sind hier noch alle tief und fest am Schlafen. Dann würde ich 2 Stunden mal nochmals warten. Und Sattheit. Ja, jetzt sieht es einigermaßen danach aus, als würden jetzt die Leute zu ihren Ständen kommen. Yep, ich habe Hunger. Guten Tag. Nun, hat es geklappt? Ist der Geist fort? Aha, da bist du ja. Dein Glück, dass du von allein gekommen bist. Nein, nichts hat geklappt. Der Geist war da, wie immer, und ich habe kein Auge zugetan. Heißt das, ich bekomme keine Belohnung? Ich bezahle dich für Ergebnisse, Junge, und bisher gibt es keine. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Altweibergeschichten Unsinn sind. Geh zum Apotheker Konjasch in Ratai. Er kennt sich mit Magie aus. Okay. Ihr einen Schlaftrunk vorschlagen? Ja, wieso nicht? Hast du es mit Mohnsud versucht? Ich kann dir welchen brauen. Glaubst du wirklich, das habe ich nicht ausprobiert? Es hat nichts gebracht. Okay. Gut, ich gehe zu ihm. Also gut, ich gehe zum Apotheker. Hoffentlich weiß er etwas, das gelingt. In Ratai. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns handeln, bitte, ja. Vermögen des Händlers, dein Vermögen. Okay, ich habe noch ein bisschen was. Ich würde gerne mal 10 Einheiten von dem. Ist es so schwer? Und einmal
Hammelfleisch. Verkaufen. Okay, sie nimmt nur Waren an. Dann Handel abschließen. Jetzt bin ich ein wenig überladen. Nahrung. Dörrfleisch. Und das Essen. Wo? Ah, da. Da ist Sattheit. Ja. Und einmal. Hi, Götter. Dann einmal füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Stimmt, und er kann ja uns dann auch noch Sachen jagen. Ja. Auswählen. Ja, Köter reden. Jag wild. Lass uns jagen. Hase. Gut. Jetzt ist hier vorne noch irgendwie ein Ausrufezeichen. Okay. Mal schauen. Warte mal, ich gehe da noch kurz zu den anderen und schau mal, was ich noch verkaufen kann. Reden? Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir. Lass uns handeln. Alles Gute. Verkaufen? Das nicht. Ich würde gerne das verkaufen und das verkaufen. Ja. Und das bitte weg. Handel abschließen mit nichts. Ruf verbessert, wunderbar. Kann ich nochmals irgendwas handeln? Warte mal, hier war ja nur der Schneider und dort ist ja der Gemischtwarenhändler. Dann mal schauen. Ja, sieht ziemlich danach aus. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Lass uns bitte handeln. Behüt dich. Ja, behüte möge er auch dich. Dann würde ich gerne in den Warenkorb die Knüppel legen. Den Dolch würde ich behalten. Eine Fackel. Das haben wir alles dran. Ritterschnaps wird behalten. Gegenstände haben für 10. Okay, wenn ich hier da noch ein bisschen die Sachen wegmache, dann habe ich da auch wieder ein bisschen mehr Platz. Verband, verzierter Silberkelch. Da uralte Karte, die möchte ich gerne mitnehmen. Weg. Aufgabe Mohn. Mohn? Mohn, 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 Mohn. War das nicht? Ich muss jetzt da echt aus tiefsten Untiefen jetzt rausgrübeln, was das wieder war. War Mohn nicht für den Apotheker im Kloster? Irgendwie so war doch etwas, nicht wahr? Guten Tag. Jetzt ist natürlich der ruhelose Geist. Gut. Dann bitte den weg. Wie kann ich das ent... Idee. Okay. Ruhelose Geister. Dann geht's jetzt zurück nach Ratai.
Also das wird bei uns jetzt eine ziemliche Hin und Her Sache. Bis wir das Ganze zusammen haben. Aber das ist halt so. Das ist halt nicht so wie moderne RPGs, wo du einfach so... Ja, ich mach das und dann fertig. Da hast du noch ziemlich Aufgaben vor dir und dann müssen wir noch in die andere Stadt, um dann den Reim zu lernen für das Härten und das Schmieden. Ui. Ja, mal schauen, wie das geht. Und ich hoffe, dass das Hundi uns noch ein paar Hasen bringt. Aber 100 Einheiten an Wild? Ja, das ist auch schon nicht gerade eine kleine Menge. Mohn. Eigentlich könnte ich wieder durchpflücken, um die Stärke zu steigern, aber ich glaube, da haben wir genug davon gesehen. Irgendwo muss ich doch... Ich gehe mal da so ein wenig querfeld ein. Irgendwie bin ich, glaube ich, mal falsch abgebogen. Karte. Ja, komplett verkehrt nicht. Ich kann hier dann den Weg entlang oder ich... Ja. Einmal so ein wenig querfeld ein. Dann komme ich... Einmal rauf. Dann komme ich irgendwo hier vorne zum Weg. Und dann sollte das ja klappen. Ba, ba, bam, bam, ba. Oh, so viele Blümchen zum Pflücken. Hier? Was ist denn das für ein Haufen? Irgendwas hier? Ach, Löwenzahn. Du hast einen interessanten Ort entdeckt. Salbei. Was ist hier interessant? Das ist eher das, was mich Wunder nimmt. Und das ist Ratai. So weit entfernt und doch so nah. Und wir werden noch sehr, sehr viel erleben. Also ich... Keine Ahnung, das könnte wirklich so ein Let's Play sein, das wieder so 300 und mehr Folgen gibt. Kann ich hier runter... Vielleicht würde ich dann zum Fluss kommen, ne? Mal auskundschaften. Irgendwo kommt man schon immer wieder raus. Okay. Ziemlich steil hier. Ganz vorsichtig. Oh. Nein. Boah. Da! Der kann einfach nicht aufpassen, ne? Der könnte einmal richtig hinkommen und... öffnen. Nehmen wir doch. Joanka. Und ich meine... Also entweder geht doch da die Fußschmerzen ja durch Schlaf in einem Bett weg. Oder durch Verbände, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ne? Also muss ich da ein wenig aufpassen, dass ich mir da nicht alles komplett vergeige.
Hallo. Was ist hier? Hey, was? Ich gehe einfach nur hier durch. Ach, stimmt. Die war mal hier hinten und ich ging da so an den Truhen so ein wenig Schlösserknacken üben, ne? Das war das hier. Genau. War das nicht sogar die Familie von hier? Und ich habe die Felle dann ihnen selbst wieder verkauft? Da klingelt sowas. Ja, da, Barre. Und hier haben wir überall am Wegesrand und irgendwo hier oben einfach Blümchen gesammelt. Aber das ist einfach so, wenn du wirklich Ewigkeiten nicht mehr in einem Spiel warst, dann habe ich immer so, das war doch dort und dort, das war da und da. Das finde ich schön, wenn man dann so kleine Flashbacks hat, so mit, das ist wunderschön, das hat, ja, annoying, würde man doch sagen, also so nervend, die ganze Zeit Blümchen zu sammeln. Aber es hat natürlich auch Vorteile uns gebracht, mit Kräuterkunde, mit der Resistenz, mit dem guten Riechen. Da in der Ecke haben sie mal neu angesetzt mit der Mauer. Aber es sieht wieder herrlich aus, das Spiel. Habe ich irgendwelche... Da habe ich irgendwelche schwarze Flecken. Aber ich denke nicht, dass irgendwas gestohlen ist, ne? Ja. Ich habe wieder auf meinem Bildschirm so kurz ein Blinzeln gehabt, als ich die Stadt betrete. Jetzt einmal rüber. Zum Apotheker. Ich meinte, der hier vorne, ne? Aus dem Ofen. Greif zu! Und wenn ich es noch richtig, ganz richtig im Kopf habe, war es doch auch der uns gesagt hat, dass wir den einen Schriftsteller oder Mönch entsprechend dort finden, um lesen zu lernen. Hallo!